Und dann starten wir ganz pünktlich. Und klar, quasi so ein kleiner shameless Self-Plug. Ich mache noch mehr Vorträge heute. Photoshop und Masken habt ihr sozusagen verpasst, war ganz gut. Jetzt seid ihr in Lightroom und Masken. Nein, Photoshop und Masken ist nachher. Photoshop und KI habt ihr verpasst. Jetzt machen wir Lightroom und Masken. Nachher ist Photoshop Masken, wo ich erkläre, was so, wie Masken denken und wie man da am besten an gewisse Themen rangehen kann. Und am Nachmittag wird es dann um KI im Allgemeinen gehen, wie man jetzt als Kreativschaffender KI-Systeme verwenden kann und was da jetzt für große Chancen und Herausforderungen sind. Und ganz am Schluss zeige ich dann her, was Capture One kann. Und Capture One hat da sehr, sehr Geniales vorgelegt, wo ziemlich sicher alle anderen Tools auch mitziehen werden müssen, zwangsläufig. Aber Capture One ist erst nachher. Jetzt schauen wir uns Lightroom Classic an. Cool, es ist 11 Uhr und wir starten hochoffiziell. Hallo nochmal in die Runde. Mein Name ist Martin Dörsch. Wenn ihr mehr von mir wissen wollt, schaut einfach im Internet, für die, die es nicht machen, findet man ganz viel. An sich, was kann ich vielleicht kurz sagen, was den heutigen Part oder warum ich heute auf der Bühne stehe? Vielleicht deshalb, weil ich mich schon sehr, sehr lange mit verschiedenen Technologien im Fotografie-, Bildbearbeitungs-, Videoschnittbereich beschäftige und darüber hinaus. Und einfach sehe ich, dass gewisses Grundwissen oder vielleicht ein erweitertes Wissen im Workflow echt sehr, sehr gut ist, wenn man das hat. Und ich mag euch da einfach helfen, dass wir gemeinsam sozusagen einen kleinen Weg gemeinsam gehen und ihr im besten Fall mit meinem Wissen dann schneller arbeiten könnt. Okay, wie gesagt, ich habe keine PowerPoint-Folien oder sonst irgendwas. Ich habe nicht einmal PowerPoint bei mir auf dem Rechner installiert. Ich finde das irgendwie nicht toll. Und ich zeige immer alles live und ich starte einfach damit, dass wir uns einmal in Lightroom Classic anschauen, wie Masken funktionieren, wie sich das verändert hat und wenn man ein bisschen Wissen hat, wie man dann super schnell damit arbeiten kann. Generell vom Grundprinzip, die Adobe Camera Raw Engine, also ACR, ist in den Adobe-Programmen genau das Gleiche. Also das, was ich euch da jetzt zeige, könnt ihr natürlich in Lightroom Classic machen, ihr könnt es in Lightroom machen, ihr könnt es im Lightroom am Smartphone oder am Tablet machen, ihr könnt es sogar in Lightroom im Browser machen, das gibt es auch. Aber genauso in der Bridge mit Adobe Camera Raw oder auch genauso in Photoshop mit Adobe Camera Raw. Also die Adobe Camera Raw Engine ist immer exakt die gleiche. Sie schaut nur teilweise ein bisschen unterschiedlich aus. Die ist einfach einmal so vorne weggeschickt. Okay, und der Lightroom Classic nach wie vor so mein Lieblingsbildbearbeitungsprogramm ist oder mein Lieblings-Raw Engine ist, noch, starten wir da herinnen quasi auch, dass wir uns einmal anschauen, was man da so machen kann, und wie der ganze Spaß funktioniert. Also vom Grundprinzip bin ich da jetzt im Entwicklermodul und wir wissen ja, da rechts drüben gibt es seit 3-4 Jahren, würde ich mal sagen, vielleicht sogar schon länger, das Maskierungen-Bedienfeld. Früher waren das ja eigene Werkzeuge. Es hat da oben einmal so einen Pinsel gegeben und einen radialen Verlauf, einen linearen Verlauf. Mittlerweile ist das alles so im Maskierung-Bedienfeld quasi zusammengewachsen und man kann da drinnen jetzt verschiedene Dinge machen. Und in meinem Fall sieht man, es ist da auch schon eine Maske herinnen. Ich blende das einfach einmal ein und aus. Und ich probiere am Anfang einmal zu erklären, wie so das Maskenbedienfeld funktioniert, weil ich sehe immer wieder in Trainings und Schulungen, dass da gewisse Wissenslücken da sind, sagen wir mal so. Okay, das heißt, ich habe dort einmal eine Maske, die heißt Himmel. Und wenn ich jetzt auf das Icon da vorne draufklicke, dann sieht man, dass da innerhalb von der Maske ein Himmel 1 drinnen ist. So, die Frage ist, was ist das? Und wir starten einfach einmal von vorne, indem ich den Himmel lösche. Er löscht den Himmel. Na, keine Angst. Ja. Egal. Und wenn ich jetzt quasi ins Maskenbedienfeld reingehe, dann sieht man anhand von dem kleinen Punkt, der da drüben fehlt, also da jetzt bei den Grundeinstellungen ist so ein kleiner Punkt, da drüben ist jetzt kein kleiner Punkt mehr drunter, dass da jetzt keine Einstellungen drinnen sind. Also immer darauf aufpassen, wenn so ein kleiner Punkt da ist, das ist kein Pixelfehler, das bedeutet einfach, dass da etwas bearbeitet oder verändert worden ist. Und bei den Masken, weil ich es gerade zurückgesetzt habe, habe ich jetzt quasi keinen Punkt mehr und keine Bearbeitung. Und ich starte jetzt einfach einmal so wirklich mit den absoluten Basics und dann kommen wir sehr schnell Richtung KI. Und zwar sehr, sehr lange gibt es schon das Pinselwerkzeug innerhalb von den Masken. Und wenn man da jetzt draufklickt, sieht man, dass verschiedene Sachen gleichzeitig passieren. Nummer eins, ich habe jetzt noch keinen Pinsel gezogen, aber man sieht im Maskenbedienfeld, habe ich da jetzt die neue Maske und auf der neuen Maske oder zur Bearbeitung von der neuen Maske wird jetzt der neue Pinsel verwendet.
Im rechten Bereich ist bei mir so eingestellt, dass alle Einstellungen auf neutral sind. Ich mache es immer so, dass ich zuerst die Masken erstelle, den Bereich, wo jetzt was passieren soll, und erst danach stelle ich ein, was passieren soll, was relativ flexibel ist, wenn man so denkt. Ganz ein wichtiger Punkt auch, wenn ich da jetzt im rechten Bereich nach unten scrolle, dann ist alles, was ich da jetzt einstellen kann, hat mit den Masken zu tun, allerdings nur bis da unten. Ab dem Moment, wo jetzt die Grundeinstellungen kommen, wenn ich da jetzt was an den Grundeinstellungen verändere, dann verändere ich das auf dem gesamten Bild. Also immer gut darauf aufpassen, dass ihr jetzt nicht zu weit nach unten gescrollt habt, sondern im oberen Bereich bleiben. Der obere Bereich ist dann für die lokale Bearbeitung, und ab dem Bereich da unten, wo dann die Grundeinstellungen kommen, alles da unten ist für die globale Bearbeitung, wo man das gesamte Bild bearbeitet. Also das einfach einmal so nur als zusätzliche Info. Genau. Und weil ich da jetzt gerade den Pinsel habe, bei dem Pinselwerkzeug im Speziellen, habe ich da jetzt im oberen Bereich Möglichkeiten, den Pinsel einzustellen. Das heißt, die Größe anzupassen, ich kann die weiche Kante anpassen, ich kann den Fluss und die Dichte anpassen, ich lasse jetzt beides einmal auf 100% stehen. Und als kleiner Bonustipp, wenn ich jetzt die Größe im Bild anpassen will, brauche ich jetzt nicht jedes Mal darüber fahren und dort die Größe irgendwie einstellen, sondern ich kann mit dem Scrollrad oder auf dem Trackpad, fahre jetzt einfach rauf und runter, kann ich die Größe anpassen, und mit gedrückter Shift-Taste, also Großschreibtaste, und rauf, runter scrollen, kann ich die weiche Kante anpassen. Also merkt euch das, dann ist man einfach ein bisschen schneller. Okay, und wenn ich da jetzt einen Bereich quasi anmale, in meinem Fall ist der grün, weil ich die Überlagerung auf grün eingestellt habe, dann sieht man, dass ich jetzt mit dem Pinsel 1 auf meiner Maske da so einen weißen Punkt drauf gemalt habe, der da unten so grün ist. Und Masken funktionieren im Wesentlichen so, das sind Alpha-Kanäle, das erkläre ich dann im Detail im nächsten Kurs, wo es jetzt um Masken geht, dass man es einmal versteht, wie das denkt, das Ding. Aber im Wesentlichen ist so, überall, wo die Maske schwarz ist, habe ich jetzt keine Änderung, ich sehe nichts. Und überall, wo die Maske weiß ist, sehe ich quasi eine Änderung. Was bedeutet das? Wenn ich da jetzt die Belichtung nach oben drehe, ist einfach da an dem weißen Bereich, an dem weißen Punkt, habe ich jetzt die Änderung sichtbar. Man kann sich das so vorstellen, eine Maske ist wie eine Fensterscheibe. Überall, wo auf der Fensterscheibe Dreck drauf ist, also überall, wo die Fensterscheibe schwarz ist, sehe ich nicht raus. Und überall, wo die Fensterscheibe putze und ist quasi weiß, sehe ich durch. Vielleicht kann man sich so merken. Also bei mir schauen die Fensterscheiben, na egal. Okay, also Grundlagen. Was man jetzt auch noch sieht, ich setze einmal schnell die Belichtung wieder zurück. Ich habe da jetzt mal Überlagerung eingeschaltet. Ich habe die Überlagerung, quasi kann ich natürlich ein- und ausschalten. Shortcut dazu ist die Taste O, O für Overlay auf dem Englischen. Und wenn ich die Farbe der Überlagerung verändern möchte, weil ich es eben zum Beispiel auf Personen sehr viel retuschiere oder maskiere, sieht man grün besser. Die Standardfarbe wäre rot, und das wäre dann quasi Shift O. Kommt nur aus der Dunkelkammer, warum das rot ist. Für alle, die einmal in einer Dunkelkammer waren. Wer war schon einmal in einer Dunkelkammer? Naja, schau. Also, ihr wisst, rot ist total cool. Langweiliges Licht und so. Man kann es aber natürlich da beliebig einschalten, und mit Shift kann einfach durch die Presets, also Shift O, durch die Presets durchwechseln. Ich könnte jetzt aber auch da im Bereich, also neben der Farbe, sind drei Punkte, könnte jetzt quasi den Maskenüberlagerungsmodus jetzt auch noch umschalten. Also ich persönlich verwende meistens die Farbüberlagerung. Es gibt dann aber auch verschiedene andere Optionen. Und weiß auf schwarz bedeutet im Wesentlichen, dass ich eigentlich die Maske sehe. Wird ein bisschen später interessant, so jetzt wenn man mit dem Pinsel herummalt, ist vielleicht weniger Ausschlag oder aussagkräftig, weil halt nichts mehr sehe von darunter. So, jetzt habe ich da den Pinsel 1, mit dem ich jetzt gemalt habe, und ich habe da unten den Bereich angemalt und ich habe da jetzt über den Himmel drüber gemalt. Und wenn ich jetzt eine gewisse Stelle nicht mehr bei einem gewissen Werkzeug haben will, ich habe jetzt quasi nur einen Pinsel, dann kann ich jetzt mit gedrückter Optionstaste oder Alt-Taste, je nachdem wie es bei euch noch heißt, bei mir Option, kann ich quasi die Option oder die Alternative von Plus, also hinzufügen, kriege dann das Minus, abziehen, und solange ich auf der Alternative bin, kann ich da oben jetzt auch wiederum das wegmalen. Also ich kann jederzeit meine Maske entsprechend einstellen, wie ich das Ganze haben will. Falls ihr jetzt nicht auf die Alt-Taste klicken wollt, könnt ihr da drüben auf die Löschen-Taste gehen, also auf den Löschen-Modus, und dann ist man quasi direkt am Entfernen von dem, was man da jetzt einfach entfernen möchte. Okay, und wenn ich jetzt quasi mit meinem Pinsel auf der Maske 1 irgendwas definiert habe, kann ich jetzt mit
beliebigen Einstellungen oder fast beliebigen Einstellungen zum Beispiel sagen, ich mag das da jetzt aufhellen, weil ich da unten das Ganze jetzt heller haben will. Dann ist das da jetzt, der Einfachheit halber, mache ich einen Doppelklick drauf, sind da jetzt meine Radfahrer. Und wenn ich zum Beispiel den Himmel verändern möchte, ist sinnvoll, dass ich das jetzt nicht auf der Maske Radfahrer mache, sondern auf der Maske, also dass ich eine neue Maske erstelle. Und wenn ich jetzt da auf das Plus drauf klicke, habe ich jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, dass man wiederum eine Pinselmaske erstelle. So. Und jetzt könnte ich, und da ist ein großes Konjunktiv, jetzt könnte ich den Himmel maskieren probieren, aber das macht man ungefähr seit 5 Jahren schon immer so, aber ich zeige es euch einfach mal her. Und hätte da jetzt so den Himmel grob reinmaskiert. Das wäre da jetzt in dem Fall Maske Himmel, einfach mit einem Pinsel direkt reingemalt. Und da habe ich jetzt die Möglichkeit, dass ich die Helligkeit vom Pinsel, vom Himmel zum Beispiel anpasse, dann kann ich das nach unten scrollen und kann sagen, ja, aber zusätzlich mag ich vielleicht noch mehr Klarheit drinnen haben und aus irgendeinem crazy Grund mag ich das vielleicht noch mehr Blau drinnen haben und stelle mir das einfach beliebig ein, wie ich das einfach brauche. Einfach nur mit dem Pinsel quasi definiert, wo will ich jetzt den weißen Bereich haben, wo ich meine Einstellung sehe, wo will ich den schwarzen Bereich haben, wo ich meine Einstellung nicht sehe. Gut, Basics. Soweit so klar? Energisches Nicken. Sehr gut. Jetzt wollen wir es natürlich nicht so machen. Jetzt gibt es verschiedene Optionen, wie man das Ganze schöner machen kann. Und ich blende damit die Himmel, ich nenne es einmal Himmel-Pinsel-Maske aus und erstelle mir eine neue Maske. Und zwar, quasi historisch gesehen, hat es halt den Verlauf gegeben, nämlich einen linearen Verlauf. Und der lineare Verlauf denkt eigentlich so, als würde es einen ND-Filter, einen linearen ND-Filter vor das Objektiv schieben. Das ist prinzipiell ganz gut, wenn man einen genau geraden Horizont hat, weil dann kann ich natürlich den Himmel abdunkeln und der Horizont unten ist, wird nicht abgedunkelt. Das heißt, ich kann da jetzt mit gedrückter Shift-Taste, Großschreibtaste, auch genau horizontal das Ganze aufziehen. So, habe da jetzt quasi auf meiner Maske 1 den linearen Verlauf jetzt als Werkzeug zur Definition meiner Maske da und kann da jetzt zum Beispiel sagen, okay, der soll dunkler sein und außerdem wieder mehr Sättigung drinnen haben und das passt einmal soweit. Und das schaut jetzt vielleicht beim Himmel, ich mache es einmal so, ganz okay aus irgendwie. Das heißt, ich habe da einen dunkleren Himmel. Aber wo ist das Problem? Zwangsläufig, auch wie beim linearen ND-Filter. Wenn der Horizont nicht gerade ist, so wie da drüben bei den Bäumen, habe ich ein Problem. In Lightroom nicht. Warum? Weil ich könnte jetzt natürlich den Filter drehen, nicht so gut, machen wir rückgängig, oder ich verändere den Wirkbereich auf meiner Maske. Und jetzt wird es interessant, denn die Maske oder die Masken, die ich bis jetzt erstellt habe, die Radfahrermaske gebe ich schon weg, das ist echt cheesy, so, die Masken, die ich bis jetzt erstellt habe, haben immer nur ein Werkzeug zur Erstellung der Masken. Ich kann aber beliebig viele Werkzeuge mit beliebigen Kombinationen anwenden. Und in dem Fall auf der Maske 1 ist eben mein linearer Verlauf das Werkzeug, was jetzt die Maske entsprechend definiert. Jetzt sieht man aber, dass der im rechten Bereich da jetzt in meine Bäume reinwächst, sozusagen. Und ich kann jetzt auf der Maske 1 sagen, ich will von der Maske subtrahieren. Und jetzt subtrahiere zum Beispiel mit einem Pinsel, ihr kennt ja mit einem zweiten linearen Verlauf subtrahieren, aber ich nehme jetzt einfach meinen Pinsel. Und wenn ich da jetzt drüber male, dann kann ich jetzt von der Maske, die man da oben sieht, mit dem Pinsel, der jetzt auf subtrahieren eingestellt ist, den Bereich, wo ich jetzt so mehr oder weniger genau drüber gemalt habe, abziehen. Das heißt, ich kann Masken sehr, sehr einfach miteinander kombinieren. Ich könnte jetzt aber auch sagen, weil ich da in dem Bereich sozusagen nicht nach unten gekommen bin mit, mit meiner Maske, ich mag, also mit meinem Verlauf, ich mag zu meiner Maske mit einem Pinsel hinzufügen. Das heißt, jetzt bin ich auf Hinzufügen und jetzt male ich da jetzt einfach so in den Bereich rein, weil ich da drüben jetzt irgendwie mehr Pinsel haben will. Das war vielleicht ein wenig grob. Das kann ich mit gedrückter Optionstaste, die wir vorher auch schon gesehen haben, das jetzt wiederum wegpinseln. Und jetzt habe ich mit dem Pinsel, weil der auf Hinzufügen ist, zur Maske den kleinen Bereich hinzugefügt. Also immer dran denken, ich kann subtrahieren und abziehen. Ein Nachteil, wenn ich das Ganze so mache, ist, dass das jetzt sehr lokal genau nur für das eine Bild funktioniert. Und wenn ich die Einstellung jetzt von einem Bild aufs nächste kopiere, dann muss ich es wieder anpassen. Und jetzt ist genau der Punkt, wo jetzt die Funktionalität von KI im Allgemeinen dazukommt. Also
ich will jetzt nicht mehr lokal sagen, genau in der Position mag ich den einen Filter haben und da dann mag ich irgendwas dazu malen und am nächsten Bild ist es wieder so drauf und am nächsten wieder, egal ob da jetzt Bäume sind oder nicht, sondern ich will im besten Fall, dass ich quasi automatisiert Bereiche auswählen kann. Schauen wir uns einfach mal an, wie das ausschaut. Danke. Schauen wir uns einfach mal an, wie das ausschaut, wenn ich das woanders rüber kopiere. Mit Command-Shift-C oder Steuerung-Shift-C auf Windows kann ich da jetzt die Maske 1 kopieren. Ich habe es blöderweise nicht benannt. Masken benennen ist immer ganz gut. Und jetzt gehe ich einfach einmal zu irgendeinem anderen Bild rüber, so wie da. Ich denke mir, ja, ist cool, da ist ja genauso ein Himmel. Dann kann ich das ja wahrscheinlich, also da habe ich schon einen Himmel. Weg da. Dann kann ich das da quasi einfügen. Command-Shift-V, mag ich es einfügen? Jo, ich mag es einfügen. Peng. Und ich habe da jetzt exakt gleich wie zuvor meinen linearen Filter. Das heißt, das ist der, der da unten ist und das Ganze entsprechend abdunkelt. Dann habe ich dort meinen Pinsel, mit dem ich subtrahiert habe und meinen Pinsel, mit dem ich quasi dazu gerechnet habe. Und man sieht einfach, das funktioniert nicht, weil da habe ich natürlich einen ganz anderen Bildausschnitt, wie bei dem ursprünglichen Bild hatte. Und jetzt suche ich mir einfach das ursprüngliche Bild, ungefähr, ist eigentlich egal. Und jetzt schauen wir uns an, was Lightroom schon länger kann. Und dafür haue ich einfach einmal alles weg, indem ich da oben sage, ich mag es einfach löschen. Ich mache es so. Alle Masken löschen. Passt. So, Masken sind weg. Und wenn ich jetzt in den Maskenbereich wiederum reingehe, gibt es seit einiger Zeit schon die Option, dass ich quasi einen Himmel anwende. Wähle automatisch den Himmel auf dem Foto aus, unterstützt durch KI. Peng. Ich drücke drauf, 21, 22, also nicht einmal 2 Sekunden. Und man sieht, wie auf der Maske 1 die Himmelauswahl mittels KI quasi sofort vorgenommen worden ist. Das heißt, ich habe sofort meinen Himmel entsprechend ausgewählt und kann da jetzt sehr schnell und einfach quasi Korrekturen vornehmen. Ich gebe da jetzt noch ein bisschen mehr Klarheit in das Ganze rein, dass vielleicht ein paar Wolken rauskommen. Ziehe vielleicht den Weißer gleich darüber, vielleicht so runter und weiß dann noch ein bisschen heller. Und habe damit jetzt, sieht man es ja im Beamer ungefähr, ja, habe damit jetzt innerhalb von Sekunden, Himmel, KI, nennen wir den einfach einmal, ein Himmel, der über KI oder eine Maske, die eine KI-berechnete Himmel-Einstellung drauf hat, erstellt. Und damit kann ich das natürlich jetzt auch sehr schön auf andere Bilder kopieren. Das heißt wiederum, quasi der längere Weg, ich kann da unten links im Entwicklermodul auf Kopieren klicken. Ich mache das normalerweise immer mit Command-Shift-C, Steuerung-Shift-C auf Windows. Ich kann jetzt den Himmel KI, die Maske, kopieren. Und wenn ich jetzt auf ein anderes Bild rübergehe, so wie das, und da jetzt die Einstellungen einfüge mit Command-Shift-V oder Steuerung-Shift-V auf Windows und auf Zusammenfügen klicke, dann wird natürlich da der Himmel wieder neu berechnet und die Anpassung, die ich zuvor gehabt habe, wird da sofort drauf angewendet. Und das kann ich jetzt nicht nur auf einem Bild machen. Ich könnte jetzt einfach hergehen und alle Bilder nehmen, wo jetzt irgendwo ein Himmel dabei ist und das einfach anwenden lassen. Und das ist natürlich was, wenn man das einmal weiß, dass KI mich da unterstützt, was extremst hilfreich ist. Himmel, eben schon relativ lange dabei. Was gibt es jetzt nur Schönes, was man wissen sollte? Ich springe mal da rüber, nehme einfach mal irgendein Bild von da und überlege mal, wo wir weitergehen. Pff, wurscht, ich nehme das dann. Ich springe ins Entwicklermodul und im Entwicklermodul geht es wiederum in die Masken. Jetzt sehe ich mir, okay, da ist schon eine Maske drauf, ich mache da schon eine virtuelle Kopie und setze das Bild schnell zurück. Also so ist aus der Kamera rausgefallen. De facto hätte ich jetzt nicht recht viel machen sollen, aber vielleicht will ich irgendwas verändern. Und auch da wiederum, wenn ich auf die Masken draufklicke, habe ich da im oberen Bereich jetzt eben den Himmel, der ist schon relativ lang dabei. Es gibt jetzt auch das Motiv, das gibt es auch schon relativ lang. Und es gibt den Hintergrund. Der Hintergrund ist de facto das gleiche wie das Motiv, nicht der invertiert. Weil wenn ich jetzt das Motiv auswähle, dann sieht man, ich habe jetzt eine weiße Maske dort, wo ich das sehen möchte, eben in dem Fall die Person. Ich mache das nochmal rückgängig. Wenn ich jetzt den Hintergrund auswähle, habe ich jetzt die weiße Maske da, wo nicht die Person ist. Also ist nichts anderes wie die Maske invertiert. Dort, wo es schwarz ist, sehe ich es nicht. Dort, wo es weiß ist, sehe ich es. Ist schon ziemlich, ziemlich cool. Man muss leider in Lightroom so ein bisschen hoffen, dass er das richtig macht. In Capture One zum Beispiel gibt es so intelligentere Möglichkeiten. Aber wir sind in Lightroom und ich bin, wie gesagt, total gerne in Lightroom. Was Lightroom aber seit, ich schätze mal, so circa 2-3 Jahren jetzt kann, ist, dass ich jetzt eben nicht nur das Motiv auswähle, sondern Lightroom erkennt automatisch Personen. Und ohne dass ich da etwas weiß, sind Personen genau das gleiche wie das Motiv.
also Motiv wird die Person ausgewählt, bei der Person wird die Person ausgewählt. Jetzt kommt aber ein Punkt, der sehr cool ist. Wenn ich jetzt auf Personen draufklicke, aber wenn mehrere Personen sind, kann ich die Personen auswählen, aber in dem Fall nur eine, dann sieht man, standardmäßig ist die gesamte Person ausgewählt. Und was ich dort zum Beispiel machen könnte, ist, dass ich sage, okay, ich erstelle jetzt eine neue Maske, Person, so, und jetzt bin ich nach wie vor in der Person drinnen und ich mag, also gerade für Business-Fotografie kennt man das ganz gut verwenden, ich mache den Hintergrund kühler und die Person wärmer. Das mache ich dann normalerweise beim Fotografieren, dass man auf dem Blitz einen CTO-Filter drauf gibt, Color Temperature Orange. Dadurch ist da, wo das Licht auf die Person trifft, ist sehr warm. Das heißt, wir stellen den Weißabgleich gleich kühler, damit die Person neutral ist. Und wenn ich den Weißabgleich gleich kühler von der Kamera einstelle, wird überall dort, wo der Blitz nicht hinfällt, nämlich im Hintergrund, kriegt der Hintergrund welche Farbe? Blau. Denkt mal drüber nach, das ist ziemlich cool. Wenn man das aber nicht mit hat oder wenn man es vergessen hat beim Fotografieren oder was auch immer, dann kann man das da drinnen genauso machen. Die Frage ist natürlich, nein, das stelle ich nachher. Falls ich es vergesse, die Frage ist, warum morgen den Hintergrund kühler haben. Zu dem kommen wir nachher. In dem Fall sieht man ja, ich habe die gleiche Helligkeit, ich meine, ich habe Blitz, aber ohne Folie. Jetzt kann ich den Hintergrund natürlich kühler einstellen. Wie mache ich das? Indem ich nach unten scrolle, scroll, alle Einstellungen da sind ja für meine Maske. Ab den Grundeinstellungen ist fürs gesamte Bild. Und ich gehe jetzt mit dem Weißabgleich vom gesamten Bild einfach einmal kühler. Ich übertreibe so, dass man es auch sieht. Und natürlich wird jetzt auch die Person im Vordergrund kühler, weil ich habe den Weißabgleich global einfach kühler eingestellt. Jetzt kann ich aber die Person, also die Maske, scrollt wieder nach oben, in die andere Richtung drehen, dass sie wieder wärmer wird. Sagen wir mal so. Warum macht man das? Hat mit der Farbpsychologie zum Tor. Kühlere Farben erscheinen für uns weiter weg, wärmere Farben erscheinen für uns näher. Das heißt, die Person kommt näher. Im Bewegtbild, also beim Video, verwendet man ganz oft einen Orange-Teal-Color-Look. Orange-Teal, also orange und so bläuliche Farbe, ähnlich wie es da ist. Einfach deshalb, weil der Charakter, also die Personen, sind dann wärmer, dadurch uns näher und der Hintergrund, der nicht so wichtig ist, ist kühler und dadurch weiter weg. Und wenn man das Orange auf die Farbe von der Haut legt, also auf dem Vektorskop ist es dann die Hautkurve-Linie, dann braucht man nichts maskieren. Dann sind die Hauttöne automatisch wärmer und alles andere ist automatisch kühler. Und dadurch ist der Charakter, die Person, näher bei uns. Und beim Fotografieren macht man es eben, wie gesagt, so, dass man eine CTO-Folie auf dem Blitz hat. Wenn man das jetzt nicht dabei hat, kann ich halt das im Handumdrehen da einfach machen. Also in dem Fall sage ich jetzt einfach Person, CTO, Color Temperature Orange, Farbtemperatur Orange heißt es, was ja einfach auf dem Blitz normalerweise wäre. Und ich kann da jetzt auch wiederum hergehen und natürlich die Maske kopieren und jetzt auf irgendein beliebiges anderes Bild, nehmen wir das da drüben, mittels Command-Shift-V einfügen. Ich habe da schon Maske drauf, darum sagt Lightroom, hey, willst du es zusammenfügen oder setzen? Ich sage zusammenfügen. Und innerhalb von 2 Sekunden ist die Maske drauf. Warum ist jetzt nicht, also warum ist jetzt so warm? Ist eigentlich gut, dass mir das gerade passiert ist. Jetzt weiß ich nämlich, ob sie mir mitdenkt oder nicht. Weil die Grundeinstellungen hier nicht manipuliert wurden. Genau. Ich mache es nochmal rückgängig. Beim Kopieren, ich muss da nochmal rübergehen. Beim Kopieren habe ich jetzt nur die Maske mitgenommen, aber nicht den Weißabgleich. Gut aufgepasst. Also immer aufpassen, was man kopiert. Und wenn ich jetzt kopiere und einfüge und der Weißabgleich müsste eigentlich sehr gleich sein zu dem, wie es vorher war, dann müssen wir da jetzt eigentlich hinkommen. Ich habe jetzt die falsche Maske kopiert, sehe ich gerade. Ja, come on, Martin. So, jetzt passt. Kopieren. Ah, der hat sich eingefügt. Die war einfach zu schnell. Und damit habe ich jetzt quasi den Effekt da jetzt auch wiederum. Sehr stark, das macht man normalerweise nicht so heftig, aber nur, dass man es da jetzt sieht. Also vom Grundprinzip eben mehr wärmere Farben, die einfach die Komplementärfarbe von Blau sind am Vordergrund, das gesamte Bild an sich quasi kühler machen, das mache ich nicht ganz so stark, das heißt, ich muss das oben auch wiederum ein bisschen nachkorrigieren und dadurch habe ich jetzt sehr schnell die Möglichkeit, dass ich den Charakter, die Person mehr rausstechen lasse. Einfach nur mit der Einstellung, die ich da jetzt direkt drüber angewendet habe. Und man sieht halt einfach, das ist wahrscheinlich das, was eigentlich hergezeigt werden sollte, die Person wurde innerhalb von Sekunden
von Lightroom und der KI-Maske erkannt. Was natürlich sehr genial ist, weil tschuck, einsetzen und das Ganze geht natürlich los. Okay, was ich auch sehr, sehr gerne mache, und ich habe im vorherigen Workshop die Frage gekriegt, ja, aber wann jetzt Photoshop schon so viel KI kann und Lightroom auch so viel KI, wann mache ich denn was, wie, wo und wann springe ich in Photoshop rein und wann bleibe ich in Lightroom und für mich eine relativ einfache Regel ist, ich schaue, dass ich so viel, wie es nur irgendwie geht, beim Fotografieren mache. Also vergesst nicht aufs gute Fotografieren. Und dann, dass ich so viel, wie es irgendwie geht, in meinem RAW-Editor mache, also in Lightroom, Classic. Und erst wirklich Detailbearbeitungen in Photoshop mache. Weil solange ich im RAW-Workflow bin, kann ich natürlich viele Bilder gleichzeitig bearbeiten. Ab dem Moment, wo ich im Pixel-Workflow bin, kann ich immer nur mehr einzelne Bilder bearbeiten. Und ein so ein Thema, was wir da jetzt haben, ist natürlich quasi so, ich nenne es jetzt einmal unter Anführungszeichen, so einfache Hautretusche oder das Reduzieren von Hautmakeln, wenn es geht, irgendwie einfach. Ich meine, ist da jetzt irgendwie ein unfaires Beispiel, weil da braucht man nicht recht viel reduzieren. Aber zeigen wir es einmal trotzdem daher. Ich setze das Bild einmal zurück, also so ist aus der Kamera rausgefallen, zack, zurückgesetzt. Und man sieht, ja, die Haut ist... Eigentlich darf man gar nicht drüber reden, dass wir da so eine Hautretusche machen. Die Haut, so wie es ist super in Ordnung. Ich zeige es aber einfach her, damit ihr wisst, wie das funktioniert. Also so ist aus der Kamera rausgefallen. Natürlich kann man beim Fotografieren schon auf ganz viele Sachen schauen, dass man halt keine Poren betont. Wie macht man das? Irgendeine Idee? Das hat was mit Licht zu tun. Je größer die Lichtquelle, die man hat, umso weicher wird das Licht und umso besser fülle ich die Poren auf. Das heißt, ich habe von vorne einen Blitz gehabt mit einer Softbox drauf und habe von vorne quasi nur mehr aufblitzt. Wie gesagt, hey, ihr hätte es auch nicht machen brauchen. Aber einfach so als Grundidee. Zweite Frage vielleicht in der Frage, wie kann ich, wenn ich jetzt draußen bin und relativ offenblendig bin und mit einem 800stel fotografiere, wie kann ich dann trotzdem noch blitzen? Weil wir wissen ja, die Blitzsynchronzeit ist ja 200stel circa. Genau. Ich brauche ein kompatibles Gerät, ich fotografiere mit Profoto, damit ich da quasi in den Schlitzverschluss mittels Highspeed Sync reinblitzen kann. Dann kann ich draußen auch mit Blitz arbeiten. Das nur so nebenbei. Okay, und jetzt will ich natürlich da quasi die Haut im besten Fall bearbeiten. Wenn man jetzt nicht weiß, dass es Masken gibt, wie würde man die Hautporen reduzieren? Ich probiere gerade absichtlich nicht das richtige Wort zu sagen. Oder allgemeiner gesprochen, ich kann das ja für andere Sachen auch verwenden, wie kann ich kleine Kontrastanpassungen oder Kontraständerungen von benachbarten Pixeln reduzieren oder verstärken? Welchen Regler nimmt man da? Weil es ist ja nichts anderes wie ein Stärken der Kontrastkanten. Dann haben wir da irgendwo einen Regler, der total cool ist. Genau. Haben wir da so leicht gehört, Strukturen. Ja, wenn ich jetzt die Struktur nach rechts ziehe, dann verstärke ich die Strukturen. Was jetzt natürlich nicht toll ist. Und wenn ich die Strukturen nach links ziehe, dann, jetzt sehr übertrieben, aber man sieht es auch, dann werden die Strukturen, also die Unterschiede an den Kontrastkanten, weniger stark gemacht. Und wenn ich das jetzt natürlich so mache, ist es vielleicht, wenn ich da auf die Stirn hinzoomen würde, okay, ist. Ja, aber überall anders verlieren natürlich die Kontrastkanten. Das heißt, so geht das nicht. Also, Doppelklick auf Strukturen, wird zurückgesetzt. Was muss ich machen? Ich muss von der globalen Bearbeitung wieder auf eine lokale Bearbeitung runtergehen. Und dafür nehme ich mir natürlich wiederum mein Maskenbedienfeld, gehe auf Person, klicke da mal drauf und jetzt sehe ich, ich habe verschiedene Optionen. Und da sehe ich mal, abhängig von der Lightroom-Version, die man hat, gibt es in diesem Fall aktuell ca. 10 Möglichkeiten, die ich auswählen kann. Und in dem Fall nehme ich die Haut im Gesicht und die Körperhaut. Ich kann da jetzt beide quasi miteinander direkt auswählen. Und die werden jetzt zu einer gemeinsamen Maske erstellt. Ich könnte, wenn ich will, da also separate Masken erstellen lassen. Das brauche ich ganz, ganz selten, weil in dem Fall würde die Haut der Person in einer Maske beieinander haben. Und ich klicke jetzt auf Maske erstellen und jetzt sehe ich mir in der Maske 1, das, was ich vorher mit dem Pinsel erklärt habe, genau da das Gleiche. Ich habe da Person 1, quasi Haut im Gesicht, Person 1, Körperhaut. Das heißt, ich habe beide KI-Maskierungstools genommen, damit ich gemeinsam eine Maske erstelle. Wenn ich jetzt quasi die Körperhaut ausschalten würde,
dann habe ich nur die Gesichtshaut. Und genauso andersrum. Wenn ich jetzt die Gesichtshaut ausschalten würde, habe ich auf der Maske nur die Körperhaut. Das heißt, ich kann es jederzeit nur anpassen, wie ich das Ganze einfach haben möchte. Und jetzt muss ich da drüben ein bisschen nach unten scrollen, weil das ist in den Effekten versteckt, im Unterschied zu den Grundeinstellungen, und kann da jetzt die Struktur nach unten ziehen. Und weil ich da jetzt die Struktur ja nur auf der Haut habe, also ich habe da jetzt die Hautmaske, ist jetzt es auch so, dass jetzt die Haare von der Strukturreduktion nicht beeinflusst werden. Was natürlich super praktisch ist. Dann ist das jetzt quasi meine Hautmaske. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will jetzt nur meine Augen irgendwie verändern, kann ich da wiederum mit dem Plus eine neue Maske erstellen und habe da jetzt die Person, wo habe ich es da? Personen auswählen. Und jetzt kann ich wiederum die Person auswählen und habe da jetzt die Möglichkeit, zum Beispiel sage, okay, ich mag jetzt die Augenlidehaut, das ist der weiße Bereich vom Auge, oder ich will die Iris und die Pupille, das ist der innere Bereich, und kann da jetzt wiederum die Maske erstellen. Iris und Pupille, benenne das natürlich immer, damit ich es auch beim Kopieren schöner weiß, was jetzt wo ist. Und habe da jetzt die Möglichkeit, dass ich vielleicht mehr Sättigung reinziehe. Ich könnte da jetzt auch die Farbe irgendwo hin verschieben, falls ich das aus irgendeinem wahnsinnigen Grund machen will. Mache ich das nicht. Ich kann da jetzt mit der Klarheit reingehen, dass die Augen einfach mehr Klarheit und auch mehr Struktur haben, und habe damit einfach im Handumdrehen, einfach übertrieben, dass man es jetzt sieht, mehr Struktur in der Pupille drinnen. Also ich gehe gar nicht rein und mache das Augenweiß weißer, weil Augen sind rund, deshalb es darf nicht rein weiß sein, es braucht einen Grauverlauf, und damit habe ich die Bearbeitung da jetzt entsprechend drauf. Und das kann ich natürlich jetzt auch wiederum auf ein anderes Bild rüber kopieren. Also you get the idea. Ich bin nach wie vor quasi im KI-Bereich, kann jetzt die Einstellungen sehr leicht und einfach kopieren. Irgendwelche Fragen soweit? Das ist wahrscheinlich alles, was bis jetzt wisst. Der Unterschied zwischen Struktur und Klarheit. Okay. Total wichtig. Struktur, also ich bin jetzt in den Grundeinstellungen nach wie vor drinnen. Moment, fahren wir mal schnell irgendwo anders hin, wo man es vielleicht auch sieht, so wie es da ist. Struktur und Klarheit ist de facto beides ähnlich wie beim Schärfen. Wir verändern Kontrastkanten. Und an einer Kontrastkante, wenn der Unterschied von der Kante sehr schnell ist, dann wissen wir, dass der Unterschied super, ich habe jetzt irgendwas, was da ist, dass der Übergang super schnell ist und deswegen hart. Zum Beispiel, jetzt seht ihr hin, die Kante. Wenn ihr auf die Kante da schaut, dann ist der Unterschied von die Kante ist grau zu die Kante ist der Hintergrund, geht innerhalb von einem Pixel. Das heißt, wir wissen, dass das eine sehr scharfe Kante sein muss, weil der Übergang extrem schnell ist. Wenn es jetzt, was ist rund, wenn es jetzt auf die Flasche schaut, ich meine, sie ist wahrscheinlich relativ gleich von euch beleuchtet, dann ist von hell nach dunkel ist ein sehr langer Übergang. Der Verlauf ist sehr weich und dadurch ist das, wissen wir haben es gelernt, dass das weich ist. Dass man sich da nicht wehtut, da tut man sich schon weh. So, und das steuert man über die Schärfung im Normalfall. Und wenn ich jetzt quasi auf das Bild zurückgehe und da jetzt gewisse Bereiche verändern möchte, dann kann ich das global mit der Schärfung machen oder ich kann jetzt über Struktur und Klarheit gehen. Und die Klarheit ist jetzt für mittelgroße Kontraste. Das heißt, wenn ich jetzt wenn ich jetzt Formen mehr betonen möchte, dann kann ich mit der Klarheit arbeiten. Und die Struktur geht auf kleinere Bereiche. Das heißt, wenn ich den Strukturregler nach rechts ziehe, dann gebe ich die kleinen Kontrastkante, betone ich dann mehr. Das heißt, für das, was wir gemacht haben mit der Haut, nimmt man Strukturen, weil wir wollen ja die feinen kleinen Poren rausnehmen, also Struktur negativ in dem Fall. Klarheit hat man früher verwendet, verwendet man für so Hautgeschichten eigentlich gar nicht mehr. Das heißt, immer überlegen, wie groß ist das, was betonen wollt. Wenn ihr jetzt in der Architekturfotografie seid und ihr wollt beispielsweise eine Steinfassade betonen, dann werdet ihr wahrscheinlich eher die Strukturen nehmen. Wenn es aber die Formen von dem Haus, weil das irgendwie komplexer ist, dann werdet ihr eher quasi die Klarheit nehmen. Einfach weil das eine auf kleinere Poren sozusagen geht und das andere eher auf größere Bereiche. Das nur so ganz kurz nebenbei. Okay, so, andere Fragen nur, während ich das irgendwie da zu meinem Bild zurückscrolle. Ist eigentlich wurscht, ich kann irgendwas nehmen. Gut, dann schauen wir uns einmal an, wie man das Ganze auf ein nächstes Level quasi bringen kann, nämlich von der Auswahl her. Weil bis jetzt können wir ja Personen auswählen. Wir können zum Beispiel auch, das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, Gewand auswählen. Und so wie es da ist, das habe ich schon irgendwann anders mal gezeigt, sieht man, ich habe da jetzt die Shorts ausgewählt.
dem Fall. Da ist sie gesamt, Person, da haben wir die Haut und da ist jetzt der Bereich von den Shorts, die ursprünglicherweise irgendwann einmal gelb waren. So, jetzt müssen wir uns überlegen, wie könnte man das machen? Und im besten Fall, wie kann man das so machen, dass man es leicht auf mehrere Bilder synchronisieren können? Weil ich kann da jetzt natürlich einen Pinsel erstellen, ich mache das einmal ganz kurz, so macht man es natürlich nicht, beziehungsweise so hat man es früher gemacht. Und ich könnte da jetzt mit dem Pinsel drüber malen, dann wissen wir, wenn ich jetzt mit dem Pinsel drüber male, überall wo ich male, habe ich jetzt die Maskierung. Ich mache das einmal rückwärts, weil so macht man es nicht. Ich könnte jetzt den Pinsel mit automatisch maskieren verwenden. Also automatisch maskieren ist so der, ich nenne es einmal der Weg, wie man sowas früher gemacht hat. Das heißt, man hat da so angefangen zu malen und hat gehofft, dass Lightroom versteht, bis wohin ich da jetzt malen möchte. So ungefähr. Komm, Lightroom. Yes. Habe in dem Fall mit automatisch maskieren relativ gut geschafft und kann da jetzt beispielsweise sagen, okay, jetzt will ich das jetzt irgendwie rüberdrehen, vielleicht ein bisschen weniger Sättigung und dann noch anpassen. You get the idea. Allerdings auch da wiederum, die Einstellung ist halt jetzt genau pixelmäßig, so wie es da ist, drauf. Da, wo in dem Bild die Shorts sind. Also ich kann es nicht gut synchronisieren. Also auch kein guter Plan. Jetzt wissen wir können ja Personen auswählen. Überlegen wir mal, ob Personen auswählen vielleicht gut wäre. Das heißt, ich gehe jetzt wiederum auf Person auswählen. Lightroom rechnet für mich da jetzt die Person. Und falls ihr es gelesen habt, bei Person ganz unten steht Kleidung. Das heißt, ich kann jetzt die Kleidung auswählen, klicke jetzt Maske erstellen. Das ist da jetzt Kleidung. Jetzt habe ich zwar die Kleidung ausgewählt und kann jetzt beide Bereiche miteinander verschieben, aber es ist die gesamte Kleidung. Und jetzt stellt sich die Frage, wie kann ich jetzt auf der Maske, wo ich ja als Person die Kleidung ausgewählt habe, wie kann ich dort einzelne Bereiche definieren? Und jetzt wird es spannend. Wir haben ja bis jetzt gesehen, es gibt da oben hinzufügen und subtrahieren. Und nur zur Erinnerung, wobei so wird man es nicht machen, man kann da jetzt auf subtrahieren gehen und kann beispielsweise einen linearen Verlauf nehmen, weil das ist super praktisch, und zieht den linearen Verlauf einfach so nach unten, weil dann wird durch den linearen Verlauf alles, was oberhalb ist, von der Maske Kleidung subtrahiert und alles, was unterhalb ist, bleibt bestehen. Bedeutet aber, wenn ich das jetzt bei dem Bild machen will, habe ich den Schnitt irgendwo da oben drinnen. Ist wahrscheinlich jetzt auch nicht so gewinnbringend. Jetzt habe ich nicht gemerkt, in welchem Bild ich war. Da war ich. So, das heißt, ja, okay, irgendwie so mit subtrahieren könnte vielleicht funktionieren, aber ist nicht das, was man macht. Also ich haue da nur mal weg. Weil ich will ja nicht lokal das einstellen, sondern ich will es im besten Fall intelligent irgendwie einstellen können. Und jetzt kann ich mir überlegen, okay, ja, wie könnte ich jetzt nur den Bereich da unten haben? Oder was ist bei dem Bereich da unten eben das Spezielle? Und das Spezielle ist, es ist gelb. Ist ja Farbe. Und was ich jetzt machen kann, und das ist sehr versteckt, wir haben ja da hinzufügen und da drüben subtrahieren bei der Kleidung und eben von der Person. Und wenn jetzt die Options- oder Alt-Taste gedrückt halt, dann sieht man, wie da unten Schnittmenge kriegt. Und die Schnittmenge ist das, was interessant ist. Ich zeige es einmal einfach hier, damit man es versteht. Wenn ich da jetzt die Schnittmenge und was ich auch noch mache vorher, dass man sieht, was ich mache, ich nehme für einen Anfang die Sättigung einfach raus. Also die Sättigung von der Kleidung ist jetzt auf Null, dass ich jetzt keine Farbe habe. Und weil ich die Kleidung ausgewählt habe, habe ich das Top und die Shorts. Und wenn ich jetzt die Schnittmenge mit gedrückter Options- oder Alt-Taste jetzt auswähle und da jetzt draufgehend, ich nehme am Anfang einmal den Pinsel nehme, dann kann ich jetzt mit einem ganz normalen Pinsel da einfach drüber malen und überall, wo ich jetzt die Schnittmenge bilde, nämlich die Schnittmenge aus Pinselstrich, das ist da, und die Schnittmenge aus Kleidung, habe ich jetzt quasi die Maske entsprechend definiert. Bedeutet aber wiederum, durch das ich den Pinsel da reingemalt habe, muss ich den Pinsel immer auf genau der gleichen Stelle haben. Ist wiederum so semi-toll, manchmal ist aber ganz in Ordnung, aber für das, was wir jetzt machen wollen, semi-toll. Drum lösche jetzt einmal den Pinsel und mache vom Grundprinzip genau das Gleiche. Ich halte jetzt die Optionstaste gedrückt, Schnittmenge bilden, zusätzlich zur Kleidung, Schnittmenge bilden. Und jetzt gibt es eine Möglichkeit, dass ich einen Farbbereich auswähle. Und jetzt kann ich innerhalb von der Kleidung mit dem Farbbereich, und da muss ich jetzt draufklicken, weil jetzt bin ich im Farbbereich, ich habe da jetzt quasi meinen Farbbereich, den ich wähle. Und wenn ich jetzt innerhalb von dem Farbbereich die gelbe Farbe markiere,
dann wird dort, wo es gelb ist, der Schnittbereich gebildet und in meinem jetzigen Fall quasi die Sättigung rausgenommen. Darum schaut es da ein wenig schräg aus. Und ich kann da übrigens mit gedrückter Shift-Taste oder auch, indem ich quasi klicke und ziehe, einen größeren Bereich definieren, der jetzt von meiner Veränderung der Farbe definiert wird. Das heißt, ich habe einerseits jetzt die Kleidung, andererseits jetzt den Farbbereich und der Farbbereich alleine würde mir natürlich sehr viel vom Gelb mitnehmen. Also wenn ich da jetzt auf Schwarz-Weiß umstelle, das ist jetzt Gelb, was ausgewählt wurde. Das ist jetzt Person, was ausgewählt wurde. Wenn jetzt aber die Schnittmenge aus Person, also aus Kleidung und Gelb nehme, dann komme ich da hin. Macht das irgendwie Sinn? Schon, oder? Sehr cool. Und damit kann ich natürlich gewisse Maskierungen sehr schnell vornehmen. Jetzt nehme ich die Sättigung wieder raus und probiere, dass ich irgendwie so einen grünen Ton irgendwie komme. Das machen wir so. Und dann ziehe ich mal die Belichtung da ein bisschen nach unten, so. Und dann muss ich die Sättigung noch ein bisschen rausziehen, sagen wir so ungefähr. Und vielleicht das Schwarz noch ein bisschen reindrehen, sagen wir so. Und dann bin ich dabei, ja, ich weiß, ihr habt da drüben was übersehen. Das müssen wir jetzt ein bisschen nachtunen. Aber der Vorteil daran, schwarz-grün, ist im besten Fall folgender. Wenn ich jetzt auf Kopieren klicke, das da wegnehme, die Schwarz und Grün nehme, darüber gehe auf Kopieren, mir da jetzt irgendein anderes Bild nehme, machen wir das Ganze, das auch durchaus vielleicht ein wenig tricky ist, und dort mit Command-Shift-V das Ganze einfüge und zusammenrechne. 1, 2, 3, zack. Dann habe ich innerhalb von kürzester Zeit die Bearbeitung auf ein anderes Bild übertragen. Aber die ist nicht viel einfach, wenn man einfach statt der Kleidung, also man wählt die Kleidung aus und dann subtrahiere ich via Objekte? Ja, aber das Objekt wird er nicht erkennen. Das muss ich dann jedes Mal auf dem gleichen Bild klicken. Beim Synchronisieren. Ist die KI dann nicht so stark, dass sie das gleiche Objekt erkennen? Nein, das wird ja nicht ausgehen. Aber es kommt immer darauf an. In dem Fall sieht man, wir haben kleine Probleme, wo das Gelb nicht exakt erkennt. Da ist die Frage, ob was anderes nicht besser ging. Ob es halt die Objekterkennung toll ist, weil vielleicht die Objekterkennung in dem Fall besser ist und dann muss ich halt einfach einmal klicken und sagen, das ist das, was ich subtrahieren will. Da gibt es kein richtig und kein falsch. Generell, was ich da mitnehmen soll, ist, wir können mit verschiedenen Techniken Dinge subtrahieren, zusammenrechnen, abziehen, Schnittmenge bilden. Einfach, man muss ins Gehirn reinkriegen, dass die Möglichkeit gibt und dann je nach Anwendungsfall das Beste auswählen. Da gibt es kein, nehmt immer das ist das Geheimrezept, sondern man muss halt einfach schauen, was am besten funktioniert. Aber natürlich, wenn ich jetzt mit Objekterkennung das erkennen würde, dann kann ich es einfach subtrahieren. Oder wenn es hier immer genau gleich steht, dann nehme ich halt einfach einen Verlauf und dann ziehe ich den nicht dorthin, wo es sein muss. Ich glaube, das Objekt hätte noch weiteren Vorteil, dass ich nicht auf diese, es gibt auch gewisse Farben, die nicht abgebildet werden. Genau. Genau. Gibt immer ein paar Einschränkungen. Da einfach schauen, was halt für das jeweilige, was man machen will, die beste Lösung ist. Aber das, ich sage mal, das Wichtige, was ich da vielleicht mitnehmen soll, ist eben die Schnittmenge bilden. Weil damit kann ich sehr viele Probleme, die ich anders mit Plus und Minus nicht lösen kann, mit der Schnittmenge relativ galant lösen. Vielleicht ein anderes Beispiel, wo man sieht, dass man anders wahrscheinlich keine Chance hätte. Ich habe mir das, glaube ich, auf dem da angeschaut. Sagen wir so, ich habe da jetzt eben so das Gruppenfoto und das Rad da vorne soll jetzt eine andere Farbe haben. Es ist blau. Blau habe ich überall drinnen. Also echt schwierig quasi zum Maskieren. Und da gibt es jetzt keine Lösung, so wird es funktionieren. Da ist jetzt einfach so, probieren wir es mal aus. Und zwar in dem Fall würde das Problem anders angehen. Da geht es einmal um Objekt. Lightroom ist in der Objekterkennung. Ich kann da mal auf Objekt draufklicken, dass man halt sieht, was man macht. Beim Objekt kann ich da jetzt auf den Pinsel gehen oder auf ein Rechteck. In dem Fall ist der Pinsel wahrscheinlich besser. Und ich kann da jetzt einmal probieren, so, ja, da das Objekt da jetzt auswähle. Und dann sieht man so, ja, ist, aber leider nicht richtig. Das heißt, kann man ausprobieren. Ich hau das da nochmal weg. Plan B wäre, dass ich jetzt sage, okay, was will ich da eigentlich haben? Ich will das, die Blautöne umfärben. Und wenn ich jetzt über die Maske gehe und zum Beispiel sage, okay, ich mag den Farbbereich und ziehe mir da einmal so den Farbbereich da auf, dann habe ich jetzt natürlich sehr viel von dem Farbbereich. Und ich könnte da jetzt über den Regler, da oben ist der richtige Regler, könnte jetzt sagen, wie eng oder loose, also tight oder loose, darf die Farbe von den Nachbarfarben mit verändert werden. Das heißt, ich schaue jetzt einfach einmal im Wesentlichen da auf das Rad. So, das heißt, für das eine Bild
funktioniert es nicht. Ab dem Moment, wo ich jetzt aber hergehe und sage, Schnittmenge bilden, Pinsel, und ich male da jetzt einfach über den Rahmen drüber, naja, das ist da unten nicht ganz wahrscheinlich, da war ich auch ein bisschen zu schnell, mache das ein bisschen kleiner, so das Gras wird nicht umfärben, dann kann ich jetzt einfach hergehen und halt den Rahmen irgendwo hinschieben. Was anders, da war ich hundertprozentig in Photoshop und dort hätte ich Kopfschmerzen. Mit dem Wissen, dass ich halt einfach quasi die Farbe mit dem Pinsel kombinieren kann, dass ich miteinander dann ungefähr die Auswahl kriege, für das Beispiel da funktioniert das super gut. Also, was ich damit sagen will, es gibt jetzt kein Patentrezept, das ist immer das Beste und damit juhu, sondern nehmt euch mit, dass ihr die Möglichkeit habt, gewisse Tools miteinander zu kombinieren, damit man damit sehr schnell, flexibel, wie auch immer, Ergebnisse erzielen kann. Das ist so die Kleinigkeit, die ich da einfach mitgeben will. Und bei den Masken an sich gibt es eben verschiedenste Masken, wir haben es eh schon gesehen, da einfach nur quasi drüber nachdenken, dran denken, was es halt für Möglichkeiten gibt. Ich überlege gerade noch, was ich sonst noch für Beispiele zeigen könnte. Ja, ich glaube, das geht da schon in gute Richtung. Oder so wie es da ist, wenn ich zum Beispiel sage, okay, das machen wir. Und man sieht, ich habe da nichts vorbereitet, also könnt ihr mir gerne Fragen stellen. Da, so sieht da, das habe ich ausprobiert, das ist ganz gut. Gleiches Prinzip, geht da rein. In dem Fall will ich vielleicht das Rot entsprechend anpassen, erstelle mir eine neue Maske, weil ich ja das Rot haben will. Ich könnte die Kleidung auch machen, quasi mit der Kleidung eine Schnittmenge bilden. Ich starte jetzt aber einfach meinen Farbbereich, nehme da oder so den Violettton, dadurch nimmt es halt recht viel. Probiere es ein bisschen einschränken, kann mit gedrückter Shift-Taste vielleicht da drüben die Bereiche auch noch dazu klicken. Also Shift in Adobe-Programmen ist immer hinzufügen. Shift ist die Großschreibtaste. Ich habe jetzt quasi mehr Punkte gesetzt. Man kann dort sagen, okay, ich würde es umfärben. Und falls Lightroom da jetzt in irgendeinem anderen Bereich quasi reinkommen würde, wobei das hat er da jetzt eh ganz gut gemacht, dann könnt ihr halt natürlich auch jederzeit wiederum sagen, okay, ich würde es von woanders subtrahieren. Weil dort Rottöne gefährlich nah an der Haut sind, dann könnt ihr dort zum Beispiel sagen, aber subtrahieren wir von der Person, was subtrahieren wir? Haut im Gesicht und Körperhaut. Maske erstellen, dann weiß ich, dass die Haut nicht verändert wird. Weil gerade Rotbereiche sind sehr in einem ähnlichen Bereich wie Farbtöne, zum Beispiel die Lippen. Die Lippen sind da jetzt mitgefärbt worden. Und falls ich da jetzt sage, okay, die Lippen will ich nicht dabei haben, dann könnt ihr da jetzt halt nur mal auf Subtrahieren gehen, wenn ich jetzt übertreibe, ihr könnt es jetzt einfach mit dem Pinsel wegmalen, nur mal auf Subtrahieren, Person, Lippen erstellen. Und dann kann ich halt mit den Lippen, die sind da, kann ich halt die Umfärbung von den Lippen quasi auch rausnehmen. Vielleicht will ich es, vielleicht nicht, weil die Lippen halt da jetzt zu dem Gewand passen, dann lasse ich es halt in dem Fall drinnen. Also das ist je nachdem, wie man es machen will. Also einfach dran denken, subtrahieren, hinzufügen. Man ist echt sehr flexibel, wenn man mal verstanden hat, was man damit machen kann. Und immer so als übergeordnete Überlegung sozusagen, versucht es, wenn du da jetzt was erstellst, dass möglich mit intelligenten Dingen arbeitet, weil die kann man auf andere Bilder auch rüber kopieren. Also in dem Fall, wenn ich da jetzt mein, benennen wir es, Oberteil umfärben, wenn ich da jetzt mein Oberteil umfärben Maske halt mitnehme, durch das, dass ich da herinnen Person, Farbbereich habe, also intelligente, KI-basierte Bearbeitungsmöglichkeiten, kann ich natürlich jederzeit darüber gehen, auf Zusammenfügen klicken und im besten Fall zack, bin ich da sehr gut unterwegs. Da sieht man, ich habe da ein Problem mit der Farbe da oben. Das heißt, in dem Fall würde ich einfach da nochmal in den Farbbereich reingehen und den Farbbereich neu aufziehen. Vielleicht das da hinten oder zunehmen. Und dann bin ich vom Farbbereich einfach besser. Aber innerhalb von Sekunden. Wenn man sich überlegt, dass sowas halt in Photoshop ein richtiger Maskierwahnsinn wäre, ich das da aber im RAW-Workflow, also ich bin noch weit weg von dem, dass ich auf einem Pixel arbeite, das so zack, im Handumdrehen mache, ist das halt für viele Sachen echt ein Traum. Geht natürlich nicht immer, muss man auch dazu sagen, aber bei vielen Sachen funktioniert das echt gut. Zum Thema geht nicht immer, aber bei vielen Sachen funktioniert es echt gut. Gibt es auch noch was anderes, was man herzeigen könnte? Vielleicht irgendwas größer ist, im Grunde ist eigentlich wurscht. Ich bleibe da unten.
Und zwar, vielleicht will ich ja nicht, dass eine Uhr drauf ist. Und das wäre schon das Thema, wo man sagt, hui, ja, Photoshop, oder? Ist so ein bisschen mehr als Masken, aber gehört zu KI, darum zeige ich es da jetzt einfach mal her. Und zwar gibt es in Lightroom seit einiger Zeit ja die Möglichkeit, dass man retuschiert. Ursprünglich kommt es von Sensorflecken entfernen, dann hat es immer mehr dazugelernt. Mittlerweile gibt es die Möglichkeit beim Entfernen-Werkzeug, dass ich den Modus Entfernen auf Entfernen setze. Und das Tolle ist, seit der letzten Version, also seit letzter Woche, Version 14.1 haben wir mittlerweile, also 0.1, gibt es jetzt nicht mehr Beta oder als Vorschau die generative KI in Lightroom. Und was das macht, ist vollkommen irre aus verschiedensten Aspekten. Vom Grundprinzip kann man da jetzt einfach mal hergehen und was maskieren. Jetzt habe ich absichtlich die Maske nicht optimal erstellt und deshalb habe ich da unten die Möglichkeit, dass ich von der Maske subtrahiere und sage, ja, aber das soll so bleiben, wie es ist, oder hinzufüge und sage, ja, aber das sollte bitte berücksichtigt werden. Und was ich jetzt machen kann, und wenn mir die KI-Götter heute gut gesonnen sind, ich kann da auf Entfernen klicken und jetzt wird das Bild über die Adobe KI quasi hochgeladen und ich kann in Lightroom Dinge wegretuschieren innerhalb von Sekunden. Und wir sind nach wie vor im Raw-Workflow. Ich tue jetzt nicht irgendwelche Pixel wie in Photoshop dazu rechnen, das allein ist schon toll. Ich tue da in dem Fall Pixel in einem Raw-Workflow dazu rechnen. Was bedeutet, wenn ich da jetzt Anpassungen von der Helligkeit vornehme oder was auch immer, dass das passt. Und das muss man sich einmal vor Augen halten. Das heißt, KI hilft uns auch da enorm gut. Merkt wahrscheinlich kein Mensch, dass da irgendwann einmal eine Uhr drauf war. Vorher, nachher. Ja. Und ich kann in Lightroom schon ganz viele Dinge erledigen, die vorher wahrscheinlich nicht in meinem Photoshop hätte machen können. Und kann halt jetzt einfach hergehen und sagen, okay, ja, da hinten ist irgendwie so ein Verkehrsschild, war das, glaube ich, zack, entfernen. Überlegen auch immer, braucht es wirklich immer die generative KI oder kann ich das normale Wegretuschierwerkzeug auch verwenden? Aber in dem Fall Shift V, ein weniger störendes Element wieder dahinter. Und damit kann ich natürlich super schnell arbeiten. Also generative KI oder KI im Allgemeinen wird uns sehr viel Zeit ersparen, wird einiges auf den Kopf werfen. Dazu spreche ich aber dann mehr am Nachmittag. Aber an sich sieht man, es geht in eine sehr, sehr, sehr spannende Richtung. Gibt es noch irgendwelche Fragen dazu? Vielen Nachmittag eben nicht da, aber meine Frage. Wir arbeiten ja mit beiden Programmen mit Glowfiltern. Bei Photoshop, wenn dort der Kopf manchmal ein wenig geneigt ist, erkennt er es auch nicht mehr als Gesicht, kann auch nicht mehr die Schnellretusche machen. Hingegen. Ja, sollte eigentlich die gleiche Engine sein. Photoshop als RAW, also Kamera RAW als Filter oder Photoshop, wo ich quasi ein RAW-Bild öffne? Okay, weil prinzipiell nur zum Erklären, das ist jetzt ein bisschen weg von dem, dass wir in dem KI-Aspekt sind, aber ich zeige es einmal kurz mit dem Bild her. Also das Bild ist ein RAW-Bild und nur zur Erklärung, normalerweise werden ja alle Einstellungen in Lightroom Classic im Katalog gespeichert. Also alle Entwicklungseinstellungen, alle Sammlungen, Metadaten, was auch immer. Ich kann jetzt aber auch hergehen und das Bild, was einfach da auf der Festplatte liegt, wenn ich da in Lightroom, also man sieht, das Bild auf der Festplatte weiß nichts davon, dass bearbeitet worden ist. Also wenn ich das da jetzt groß mache, dann ist da nur die Uhr drinnen und so weiter und so fort. Einfach RAW Workflow ist so der Plan dahinter. Wenn ich in Lightroom jetzt auf Command S klicke oder unter den Metadaten auf Metadaten in Datei speichern klicke und ich sage, ja, speichere es raus, dann habe ich neben meinem RAW Bild ein XMP-File. Und damit wir jetzt einmal anschauen, ob da jetzt das ankommt, kann ich jetzt das RAW Bild öffnen in Photoshop und Photoshop weiß er natürlich nichts von meinem Lightroom-Katalog, aber die Einstellungen sind im XMP drinnen. Das heißt, er hat jetzt natürlich auch die Einstellung von dem Bild entsprechend übernommen. Das heißt, das wird im XMP gespeichert. Genauso auch in den Masken, die Haut hat er natürlich auch entsprechend von meinem XMP übernommen. Damit das XMP vielleicht nur ein bisschen entzaubert wird, öffne das jetzt ganz schnell in einer Textdatei oder öffne es in einem Texteditor, weil ein XMP-Datei ist jetzt nichts anderes wie ein XML,
geschrieben. Und ich kann dort zum Beispiel bei der Exposure, Exposure steht für Helligkeit, kann ich dort auf 2, 3, 4 eingeben, speichere das jetzt einmal ab, 2, 3, 4 und öffne das RAW-Bild nur mal im Editor. Und was sehen wir? Die XMP-Datei, das 2, 3, 4, ist natürlich ausgelesen worden. Das ist halt die XMP-Datei. Und jetzt breche ich nochmal ab. Und genau das Gleiche ist jetzt auch in Lightroom. Das heißt, in Lightroom nach einem kurzen Moment, da braucht man, bis er das dann irgendwann checkt, in letzter Zeit irgendwie länger, müsste da oben, genau da ist jetzt, ein Icon gekommen sein. Und das Icon sagt, hey, draußen die XMP-Datei hat sich verändert. Willst du die Metadaten vom Katalog auf der Festplatte überschreiben? Oder willst du die Einstellungen vom Datenträger importieren? Und wenn ich jetzt auf Importieren klicke, zack, habe ich da die Metadaten, die ich jetzt eben draußen verändert habe in der XMP-Datei, auch wiederum in Lightroom herinnen. Und darum glaube ich, dass das, wenn es im RAW-Workflow ist, das genau das Gleiche ist. Es muss funktionieren. Der einzige Unterschied ist jetzt folgender: Wenn man, ich mache jetzt einmal schnell, was mache ich, dass ich jetzt die Leute nicht zu viel verwirre? Egal. Ich mache jetzt einfach einmal schnell das Bild in Photoshop auf. Das heißt, ich habe jetzt das Bild an Photoshop weitergegeben und ich bin jetzt nicht mehr im im RAW-Workflow, ich bin jetzt im Pixel-Workflow und ich kann nicht da jetzt meine normale Retusche oder was auch immer machen. Ich kann nicht sagen, hey, Photoshop, stell mir das Ganze frei und außerdem will ich da hinten jetzt irgendwie, damit schneller ist, irgendwie eine Farbfläche haben. Vollkommen egal, ich nehme jetzt einfach irgendwas freigestellt. Und ich könnte jetzt darüber Camera Raw als Filter anwenden. Das mache ich jetzt in dem Fall so, dass ich es einmal schnell zusammenrechne, ein Smart-Objekt draus mache. Und ich habe da die Möglichkeit, dass ich Camera Raw als Filter anwende. Da ist jetzt aber so, dass ich nicht mehr im RAW-Workflow bin, obwohl da jetzt Camera Raw steht, aber es steht im Camera Raw als Filter. Und Camera Raw als Filter greift jetzt nicht mehr auf die Original-RAW-Daten zu, zwangsläufig, sondern auf die Pixel-Daten, die ich ihm da gegeben habe. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich da jetzt sage, Person erkennen, ob er da jetzt anhand von den Daten das Gleiche machen kann, wie quasi als RAW-File. Da kommt es sehr darauf an, wie man rausgeht. Also auf das aufpassen. Unbedingt mit 16-Bit pro Kanal rausgehen, dann ist das wahrscheinlich schon einiges besser. Aber das ist natürlich jetzt eine andere Herangehensweise, als wenn man jetzt quasi direkt auf die RAW-Files zugreift. Das ist kein RAW-File mehr. Nur so als grundsätzliche kurze Überlegung da dahinter. Ich mache das so wieder zu, weil da soll es jetzt am Lightroom gehen. Genau. Und jetzt springe ich da wieder rein und setze das Ganze mit einem Doppelklick zurück, damit es wieder da ist. Und schau nochmal vorher nachher. Hoppala. Wo ist meine Haut hin? Übrigens hat jetzt meine Uhr hin. Übrigens hat jetzt gar nichts mit Masken zum Tor, aber so eine Kleinigkeit. Shift-V ist ja das gesamte Vorher-Nachher. Aber irgendwas ist da jetzt irgendwie quasi falsch gegangen, weil jetzt auf irgendwas Falsches hinklickt. Und merken, für den Workflow, wenn man jetzt in das Vorher-Nachher geht, so dass man es so sieht, kann man aus dem Protokoll die Einstellung, mit der man es vergleichen möchte, per Drag-and-Drop quasi da reinziehen. Und wenn ich es quasi vor den entfernten Bereich vergleichen will, ja, wo ist er? Da irgendwo? Na, ich weiß nicht. Irgendwo ist er vorher. Ich finde es nicht mehr. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich kann es Vorher-Nachher quasi reinziehen. Und wenn ich jetzt im normalen Entwicklermodul bin und mit Shift-V das Vorher-Nachher einschalte, dann ziehe ich immer den Vergleich mit dem, was ich machen will. Man kann es übrigens auch mit einem Rechtsklick drauf die Protokollschritteinstellung nach vorher kopieren. Klingt ein bisschen noch zurück in die Zukunft, den Film. Ist aber nicht und damit kann man das sehr gut vergleichen. Gibt es noch Fragen? Yes. Die wie, was, wo? Ich habe es akustisch nicht verstanden. Teilweise können sie auch mit KI arbeiten, wenn man es will. Das sind dann adaptive Presets, das sind die da zum Beispiel, wo dann anhand von was auch immer geschaut wird, dass man halt auf das zugreift. Man kann ein eigenes Preset speichern und dann sieht man sozusagen die Möglichkeit, die man hat. Ich kann zum Beispiel sagen, okay, die Haut soll als Preset mitgespeichert werden, zum Beispiel. Und dann habe ich mehr Möglichkeiten, dass ich auch schneller arbeiten kann mit Presets. Sonstige Fragen? Wir haben nur eine Minute. Falls nicht, ist jetzt genau der Zeitpunkt für einen tosenden Applaus und dann sind wir damit jetzt fertig.